Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Apex Legends. Heute wieder ins Ranked. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde. So, dann wollen wir auch mal. In diesem Gebiet habe ich ein gutes Gefühl. Das ist eine gute Landezone. Ich bin. Wir sollten hier landen. Aber da ist auch noch einer. Ich sehe da drüben einen Feind. Gut, direkt rein, würde ich mal sagen. Offensichtlich. Und, aber ich hoffe mal, dass die Leute alle zur blauen Zone springen. Aber hey, das werden wir schon sehen. So, die Spritze nehme ich sehr dankend an. Da drüben habe ich auch schon in der Rüstung gesehen, aber. So, ein Hemlock schon mal, das nehme ich auch. Hui, eine blaue Rüstung, eine lila war das. Das nehme ich. Das ist aber mal, jetzt nehme ich mal auch noch mit. Hier ist ein Körperschild. Stufe 1. Mach sein, wenn du keinen. Ich will mir auf jeden Fall noch die Rüstung da holen. Benutze Sprungantrieb. Jawohl, ich hab's richtig erkannt. Geh mal da drüben auf Erkundung. Meine schöne Liederrüstung, aber ja, da drüben ist in Ordnung. Wunderbare Idee. Ach ja, Lobas Stimme. I love it. Gut, da kommt der Zug, tatsächlich. Da hinten. Und ja. Na, ich hoffe mal, dass wir hier mal. Hier ist eine R301. Schon, dass ein R301 mal ist. Sehen, was da drüben los ist. Der Zug hält momentan noch auf der Station, aber der wird safe schon geplündert sein, der Zug. Es würde mich wundern, wenn nicht. Und ich würde mich freuen, wenn Bangalore jetzt mal nachkommen würde. Nein, Zug ist schon gelootet. Aufpassen, hier ist ein Feind. Gegners! 45 Sekunden, bis der Ring. Ich würde jetzt mal gerne auch in Deckung gehen und das auch ein Scharfschützengewehr. Ich muss hinterher! Sprungantrieb in Position. Ja, ich komme schon. Ich lade schnell nach. Alter, dieser verdammte Zug! Ich weiß jetzt nur nicht, ob der Mate oben beim Seil auch noch dazu war. Oder ob der, ich glaube, das war ein Mirage oder so, alleine war. Ich komme ja schon. Kein Aim. Die Zeit ist um und wir sind nicht im Ring. Ja, ich würde dich jetzt erstmal hoch. Komm schon. Direkt so ein Start hier erstmal. Oh, das nehme ich mir erstmal. Alles gut. Ich krieg was ab. Lade nach. Du musst weit aufpassen. Hier ist der Fall. Ach komm, du bist fast tot, ey. Wusste ich doch, der hat nicht mal so viel. Lade nach. Er hat auf jeden Fall irgendwo geheilt gerade, das hab ich schon gehört. Achso, ja, schön, es gibt jetzt mobile Respawn-Sender. Sehr, sehr witzig. Hier ist ein erweitertes leichtes Magazin. Ich glaube auch schon, glaube ich, eine Weile so. Das könnte ich brauchen. Ich hätte ganz gerne bessere Waffen. Ja, das nehme ich mir auf jeden Fall schon mal. Ich glaube, die Sniper-Mutze lege ich auch gleich weg, tatsächlich. Ich lege mich selbst zusammen. Nein, natürlich hätte ich automatisch. Hemlock und R301, der ist auch schon ein bisschen beschört. Aber hey. Ja, ich bin auch dafür. Ja. Man ist echt traurig, dass meine Waffen so scheiße equipped sind. Ha! Das wäre schon, glaube ich, ein bisschen praktischer, wenn da was Besseres bei rumkommen würde, aber hey. Runde 2 erst. 12 Squads noch. Krass, die kleine Zone echt immer so schnell wird, aber naja, ist auch der Sinn des Spiels. Ui. Versorgungsbehälter. Weiß nicht, aber irgendwie stört mich das echt an Apex, dass man halt irgendwie. Klar, es ist relativ entspannt, gerade jetzt. Wir hatten halt nur einen Kampf und da bin ich nur hinterhergerannt und habe dann eine absolut einfach reingesprungenen Aktion den Pathfinder da getötet. Aber, was ich jetzt sagen will, geile Tür übrigens, die irgendwie, egal. Was ich jetzt sagen will, ist,
Ja, das ist die, die Neuer Kiel-Spitzenreiter? Interessant. Na, wo seid ihr, Kinders? Ich sehe die Gegner auf jeden Fall nicht. Ah, sind die nach oben gegangen? Offensichtlich. Ich renne schon wieder dem Kampf hinterher. Was ich auf jeden Fall sagen will, ist, dass man in Apex nicht so oft Feinde sieht, was mich irgendwie ein bisschen stört, weshalb das Midgame dann immer so ein bisschen langweilig ist. Aber hey. Hab ich doch richtig gehört, dass da jemand war. Nice, Alter. Gleichzeitig hier rausgeholt einfach. Komm, es liegt nur noch hier die Bangalore, Kinders. Oh nein, sag nicht, ihr seid jetzt in einem anderen Kampf. Kann ich immer auf zu pingen. Kommt schon, Kinders, bitte. Hier lang, gehen wir. Könnt ihr mich hochholen? Na los. Okay, ich glaube, ja, ich glaube, sie kommen. Och, danke sehr. Boah, da ist einiges an Gefeite gerade. Ah ne, wenn hier so rumgefightet wird, nehme ich das Phoenix-Kit. Moment, ich muss heilen. Damit hier nicht, dass jetzt noch Scheiße passiert. Nimm ich die R99? Ah, ich weiß es nicht. Nee, ich bleib lieber bei der R301. Wieder die Spray-Controller einfach. Auf jeden Fall angenehmer. Hier noch das Phoenix-Kit nehme ich auf jeden Fall mit. Das Schwere nehme ich mit. Schützen. Ah, warum habe ich keine Longbow? Oh, noch ein schöneres, schweres. Nice. Hier geht die Munition aus. Ah, ist noch ein bisschen Schere. Schnell, ist hier noch Munition? Nein. Autsch. Ah, hier ist noch Schere. Gut, das reicht jetzt erstmal. Runter hier. Autsch, ich weiß, da lag ein Tresorschluss, aber ist mir jetzt gerade egal. Eieiei, so ist meine Schildzelle. Und dann eins der Medikits. Ein paar spannende Kämpfe, in denen ich mal wieder nichts tue. Man kennt's! Nice, tatsächlich ist es ein bisschen schwere Munition endlich mal. Autsch! Böse Sniper. Lade meine Schilde auf! Schwere Munition. Nee, bräuchte ich nicht, ich brauch leichter. Eine Sniper, was hat mich jetzt eigentlich nicht gerade. Na gut, wir wissen eh, dass wir hier sind. Ich komme mit hoch aufs Dach dann doch. So, mal sehen, ob ich diesmal mit der Hemlock was treffe. Boah, ich könnte ja auch auf Einzelschuss stellen. Komm, versuchen wir es mal auf Einzelschuss. Das war jetzt nicht Einzelschuss. Mann! Das ist immer so, dass die Leute immer so aggressiv sind. Egal, komm hinterher. Mann, ich verstehe es nicht. Warum funktioniert es jetzt gar nicht? Du scheiß Sprungantrieb. So. Als ob ich den nicht getroffen habe. Renn da jetzt nicht hinterher. Nein. Ich würde da jetzt nicht hinterher rennen. Auf gar keinen Fall. Das Dümmste, was man machen kann, ehrlich. Aber den goldenen Rucksack sollten wir mitnehmen, damit ich. Alter, Leute, steht doch mal eine Sekunde bitte.
10 Sekunden. Klicke mich du bist ja. Mal sehen, was da drüben los ist. Roger, brauche Gesundheit. Kein Problem. Ne, die auf jeden Fall nicht auf 1 sind. Wenn du schnell wieder auf die Füße kommen musst. Brauchst ein bisschen Gesundheit. Ja, ich droppe gleich auch noch mal ein paar Spritzen. Hier ist eine Spritze. Achtung. Vergiss es. Achtung, vergiss es. Ja, finde ich gut. Ich hasse immer diese Schattenspiele hier an dem Ort. Ich brauche Schrotpatronen. Ja, ja. Ich muss dir schon irgendwann besorgen. Jemand links wird gefightet. Komm schnell, da haben die hier keine leichte Munition hinterlassen. Hier ist eine R-99. Hier ist leichte Munition. Wow. Bin ich blind oder so? Genau, was ich brauche. Nee, ist mir jetzt egal. Ich will jetzt nicht nochmal Damage kriegen. Danke. Sprungantrieb bereit. Warum? Warum funktionierst du jetzt nicht? Ich verstehe nicht, was mit diesem Sprungantrieb los ist. Am Anfang hat er so schön funktioniert. Und auf einmal funktioniert er manchmal nicht mehr. Ich ralle es nicht. So, da sind die Gegner. Feind, hier bei mir. Nein, nicht da. Verstanden. Feind, da drüben. Ja, die sind hier innen drin. Okay. Aber ich will mich, denke ich, nicht einmischen. Ich brauche Schrotpatronen. Ja, das haben wir verstanden. Vielleicht gibt's da lang was Gutes. Beobachte hier. Na gut, also voll ins Rein. Ja, selbst schuld, wenn man hier nicht stehen bleibt. Sehr nice. Wir haben es in die Top 3 geschafft. Ja. Erledigen wir jetzt den Rest. Wir haben eine Minute, bis der Ring sich schließt. Nehmt mit, was geht. Hier ist eine Schildbatterie. Der Kindspitzenreiter wollte uns bestellen. Schwerer Fehler. Oh, jetzt ist noch das Köpfchen. Ah ja, leichte Muni. So, hier machen. 45 Sekunden, bis der Ring sich schließt. Noch haben wir Zeit, allerdings nicht viel. Hier ist ein Medikit. Dauert eine Weile, wird aber am besten. Alter, viele goldene Rucksäcke, denn ey, wirklich krass. Tun wir hier noch eine Spritze mit. Oder hier nochmal ein zweifach. Perfekt. Wir haben 30 Sekunden, um zu verschwinden. Scheiße, müssen wir uns beeilen. Sprungantrieb kommt. Wir müssen uns definitiv beeilen. Hier ist eine geschlossene Tür. Ja, schön, dass da eine geschlossene Tür ist. Ja, ich höre, der schafft noch auf jeden Fall draußen. Alles verstanden. Wir haben 10 Sekunden. Ich sag's dir nur. Das war ein Sprungantrieb. Ich gehe hier auf Erkundung. Ich weiß schon mal, dass jede Schnasse hier gleich sind. Komm, ich stelle mal wieder auf automatisch. Keiner von uns ist im Ring. Und eine Mauer des Todes kommt auf uns zu. Oh, letzter Fight. Scheiße, die einen haben einen High Ground. Nicht gut. Na, ich schieß mal noch nicht. Da drüben. Ist alles hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da. Ich behalte diesen Bereich in deinem Care-Paket. Gut, ich folge dir. Das ist bestimmt ein Feind. Feindkontakt! So, ein bisschen Damage schon mal gegeben. Ja, ja, spuckt hier mal die Granaten rein. Dürfen mich nicht. Das war zu erwarten, meine Hübsche. So, ein paar feiner Stown, meine. Kontakt mit Ziel. Hier ist eine Falle. Gegner in der Nähe. Kontakt mit Ziel. Sprungantrieb unterwegs. Alles kommt. Zeig dich nochmal. Das ist mein Pathfinder. Den habe ich jetzt zum zweiten Mal schon down gemacht hier. Ich glaube, wo es hackt. Das war aber nicht so gut geschossen, mein guter Kostek. Der wäre erledigt. Oh! Ja, nice. Champion mit der sehr chaotischen Runde. Mein Team war sehr gut auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen.
Ja, nice. Ihr seid die Apex Champions. Verdient, auf jeden Fall. Sehr verdient. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass mein Sprungantrieb irgendwie nicht mehr so funktioniert. Ja, alles schön viel Damage gemacht. Ich habe jetzt nicht so viele Kills abbekommen, aber hey. Wir haben alle gut Schaden reingehämmert. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Runde gefallen. Und dass wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.